Hallo Welt, da sind wir wieder. Und was haben wir am Ende der letzten Folge noch gesehen? Da ist wieder ein Komet runtergekommen. Ein Meteorit in der Nähe des Strandes. Aber wir wollen uns diese beiden erstmal holen. Hier waren wir schon mal. Ich habe da vorne einen Schlafplatz gesehen. Und wenn ein Schlafplatz ist, hoffe ich, dass wir da mal unsere Neuronen überprüfen können. Denn ich glaube, wir können ein wachsendes Neuron jetzt nutzen. Ansiedlung. Neue erlernte Fähigkeit Tiefschlaf. Beim Schlafen an einem Schlafplatz wird weniger Schlafzeit benötigt, um sich vollständig zu erholen. Drücke Z, um dich in der Nähe eines Schlafplatzes niederzulegen und halte Z, um zu schlafen. Oh mein Gott! Wieder schwarz und wir können nichts damit machen? Wachsendes Neuron? Nö. Och man! Und eine genetische Mutation brauchen wir auch noch dafür. Oh, da müssen wir also ganz oft schlafen jetzt. Aha. Mhm. Wir könnten ja gleich damit anfangen. Ach man. Alter, ich denke mal, das ist kaputt. Aber das ist nicht kaputt. Das geht schon, nur. Man muss es öfter machen, alles. So, dann schlafen wir doch gleich mal hier. Mitternacht. Ich wollte es nur gesagt haben. Dann lassen wir den Rubin da liegen, glaube ich. Oh. Das sieht immer so nah aus und dann ist es doch richtig weit weg. Oh!
Meteorit. Jawohl. Wie, was war das jetzt? Wir brauchen nur durchzulaufen. Uah, so ein Viech. Ich dachte, das wäre jetzt ein Freund von uns. Meteoritenstandort im Gebiet Felsenränder entdeckt. Ah. Okay. Den müssen wir da lassen. Meteoriten sind uns wichtiger. Eins mit dem Universum, den Meteoriten im Gebiet Felsengrenzung. Felsenabgrenzung gefunden. Und noch ein wachsendes Intelligenzneuron. Oh, wie schön. Ihr habt uns verletzt. Hau ihn, genau, den anderen auch. Jetzt müssen wir Aloe Vera finden, schnell. Niedrig, Dopamin ist niedrig. Guck dich ein bisschen um. Du kennst die ganzen Sachen, dann geht's dir gleich besser. Oh, bekannte Sachen. Alles gut, bekannte Sachen. Auch das noch. Jawohl! Dopamin geht wieder. Oh nein, Hyänen. Langweilig ist das nicht gerade hier.
Ist der Kapok irgendwo? Wissen wir noch nicht, was das ist? Das ist eine Hyäne? Was ist das? Inspizier das? Meteoritenstandort im Gebiet. Einzelner Kapok. Ein Kapok gibt es hier? Ja, aber nur einen. Mit dem Universum. Habt ihr nichts zum Heilen hier? Scheinbar nicht. Mitten in der Savanne haben wir uns eine Oase ausgesucht. Schaffen wir das überhaupt so weit? Ein bisschen was gegen die Hitze tun, ja? Und so vorbeugend, falls wir nochmal den Hyänen begegnen,
Ja, ganz schön krass sind hier. Ja, der volle Schutz gegen Hitze und gleich auch noch gegen Verletzungen. Na, wo ist das eine Teil? Haben wir das schon? Du. So, wo sind unsere Steine abgeblieben? Ganz schön weit. Ist das, hoffentlich ist das überhaupt unsere Oase. Ist das nicht? D hat doch die Motorik, oder? Die hat doch schon stärkere Beine und kann länger laufen. Was ist das denn? Das ist ein Grashüpfer, den habe ich ja noch nie gesehen. Hier. Es regnet Grashüpfer. Oh nein, das ist das Ende. Und das ist der Anfang. Die kann man doch auch essen. Heuschreckenregen. Uhuhu, wir haben was Neues entdeckt. Oh. Da sind ja auf einmal doch so viele neue Sachen noch. Ach so, Moment mal. Vielleicht mit der Intelligenz ja gut, aber vielleicht können wir die Dinger ja riechen. Oder hören. Nö. Oh, da lauert der Säbelzahntiger-Vorfahr. Egal, Grashüpfer haben wir entdeckt. Vielleicht die nächste Generation kann Grashüpfer essen. Das, ob das durch den Meteoriten gekommen ist? Wir müssen hier ein bisschen rumlaufen, weil der gefräßige Säbelzahntiger-Vorfahr schon da durchs Gras schleicht.
Oh, reiten vielleicht. Die Pferde tun uns doch nichts. Und diese Gazellen doch hoffentlich auch nicht. Die Schlange, die ich da höre, vielleicht schon eher. Und der Dingo da vielleicht auch. Der schnappt sich die Schlange. Hoffentlich ist er dann satt. Wir sind in Panik. Und wir sind weg. Fast hätten wir es aber noch geschafft. Immer noch so niedrig, das Dopamin. Dann freu dich, dass du hier ganz viele Bekannte hast in der Nähe. Fragezeichen. Das hätten wir doch letztens schon sehen sollen. Dopamin ist wieder aufgefüllt. Wir fühlen uns sicher und wohl. Oh, jetzt geht's uns aber nicht mehr so gut. Dann rein damit. Ja, aber die Steine, die können wir ja eben noch holen, oder? Jetzt sind wir bewaffnet. Den Hund. Können wir vertreiben, hoffentlich? Wir waren doch schon ganz nah. Das müsste da gewesen sein. Oh.
Oh, Beinbruch. Ich dachte, wir locken die Hyäne dahin und dann macht das der Wasserbüffel die Hyäne platt. So ungefähr. Oh nein. Du schaffst das. Ja, hat's geschafft. Das war keine gute Idee. Wir haben einen afrikanischen Büffel geschlagen, jetzt ist er abgehauen mit unserem Stock. Kletter hier rauf. Die gönnen uns unsere Meteoriten nicht. Sind ja auch ein bisschen dumm. So ein Riesending wollen sie angreifen. Ach, wir sind noch weit, weit entfernt. Okay. Ja, dann können wir vielleicht irgendetwas unternehmen gegen die Blutung. Dann muss jemand anders die Kometen holen. Vielleicht ein Baby? Wie war das? Gegen Knochenbruch? Ach nee, das ist Gegenblutung hier. Oh.
Ach so, Moment mal. Wenn wir das essen? Nein, ich brauche das. Das ist meine Medizin. Nicht doch. Ihr futtert das alles weg. Ich brauche das. Ich bin verletzt. Also das hier ist gegen Blutung. Und das bringt nichts. Wo sind denn die Spachtel? Habt ihr schon Spachtel gebaut? Habt ihr keine Spachtel gebaut? Schöner Ort, aber wenig Steine hier. Nee, Schlamm ist auch noch mal gegen Blutung, oder? Knochenbrüche nicht so. Oh Mann, jetzt. Du bist doch schon hier, Mann. Dann nimm doch so einen. Hast du wieder das Falsche weggelegt? Wo ist denn jetzt das Richtige? Was ist denn das für eine Kamera hier, Mann? Okay. Halt die Augen auf. Jetzt nur nicht schwach werden. Oh, wir müssen unbedingt einen Generationswechsel machen. Wir bekommen die Dings gar nicht mehr, die Kometen, die Meteoriten bekommen wir gar nicht mehr wieder. Ihr könntet mich auch ruhig ein wenig unterstützen. Wo ist der Medizinmann? Wie war denn das mit den Knochenbrüchen? Da muss man die essen gegen Knochenbrüche. Irgendeiner macht hier aber neue Geräusche. Aber wir haben die Sprache schon so ein bisschen gelernt vielleicht. Da ist einer dabei, der macht ganz andere Geräusche als die anderen. Ja, ist kalt und wir wollen schlafen. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Oh, Moment. Räumliche Wahrnehmung, Intelligenz, neu erlernte Fähigkeiten, räumliche Wahrnehmung. Der Erfassungsbereich für ungenießbare Ressourcen hat sich erweitert. Drücke E, um deine Intelligenz zu nutzen. Folge dann den Anweisungen, die von der UI für kontextbezogene Aktionen vorgeschlagen werden.
Ausweichen, neu erlernte Fähigkeit Ataraxie. Ataraxie? Nach einem erfolgreichen Ausweichmanöver oder einem Konter wird eine Dosis Dopamin abgesondert. Halte die Leertaste, um das Ausweichen oder den Konter vorzubereiten. Bewege W in die gewünschte Richtung. Lass die Leertaste im richtigen Moment los, um auszuweichen oder zu kontern. Na, da passiert zwar immer noch was, aber wir können ja keine mehr ausbilden, also es geht doch weiter, ja, aber irgendwie, bis wir das hier machen, da ist unser ganzer Stamm hier schon gestorben. Und wenn wir jetzt weitergehen in der Entwicklung, dann weiß ich ja nicht. Hier steht eigentlich, dass die im Erwachsenenalter aufgedeckt wird. Und hier steht, dass die spontane genetische Mutation auf der nächsten Entwicklungsstufe des Stammes wirksam werden wird. Was ist denn die nächste Entwicklungsstufe? Ist das nicht Evolution? Und das bedeutet, wir haben ganz viele Mutationen dann schon wahrscheinlich gelernt. Ich will hier raus. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.